Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TSW 2. Heute fahren wir einen Regionalexpress durch den Sturm und schauen mal, ob überhaupt Teile ankommen. So, dann sollte es jetzt auch gleich losgehen, hoffe ich. Jawohl. Durch den Sturm. So. Willkommen im Hauptbahnhof von ha Hagen. Heute werden Sie diesen Zug nach Siegen fahren. An allen unterwegs Bahnhöfen halten. Steigen Sie ein und bereiten den Zug für die Abfahrt vor. Ja, das werden wir dann mal tun. So. Wir setzen uns in den Sitz und rüsten erstmal unseren Steuerwagen auf. So. Natürlich werden wir das auch tun. Riegeln die Türen. So. Wie man sieht, es ist auch schon stark am Regnen. So. Wir wollen noch schnell unser Ziel einstellen. Und zwar fahren wir nach Aschaffenburg, aber mit einem RE. Wir sollen eh noch warten, dann können wir die Zeit nutzen. RB. Mach was so. So, Tür zu.
und Abfahrt. Aber natürlich müssen wir auch die Scheiben einschalten. Aber machen wir andauernd. Und mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich gleich am nächsten Bahnhof mal schnell in die Lok hüpfen muss. Ich habe keine Schlusssignale an. So, beschleunigen wir gleich. Übrigens, ich freue mich jetzt schon auf die neue Strecke, die bald kommen wird, und auf die neue, auf den neuen Zug, beziehungsweise auf die neue Baureihe. Die 101, die soll ja bald kommen. Die letzten Bilder waren ja schon zu sehen und also ich freue mich da sehr drauf. Bestimmt wieder sehr schön und sehr cool, das zu erkunden. Ein bisschen beschleunigen. So, wir schauen mal kurz in den Ablaufplan. Hohenlimburg, Lettmate, Altena, Werdohl. Dann über die Umleitung, Plettenberg. Ah ja. Na dann. Ein wenig zu schnell. Muss mal ein bisschen bremsen hier auf dem Gefälle oder in dem Gefälle.
Also ich hatte gerade einen komischen Verdacht, warum Hohenlimburg auf einmal immer mehr Kilometer wurde, beziehungsweise die Entfernung. Und jetzt wird es wieder weniger. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, warum das so ist. Ich bin gerade ein wenig überfordert, aber ich lasse mich überraschen. So, wir sollen in 5 Minuten in Hohenlimburg sein. Das könnte ja sogar passen mit den Kilometern. Also gehe ich mal stark davon aus, dass ich auch richtig rumfahre. Aber warum auch nicht? Also ich hoffe ja, dass die Baureihe 101 dann auch so klingt wie
die Baureihe 101. Und nicht wieder irgendwie sowas dahingezammertes, so wie bei der 146. Also da sollte der Sound schon echt sein. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Und die Strecke natürlich original. Das wäre natürlich super. So. Schon mal ein bisschen abschalten hier. Erste Station in Hohenlimburg. Erreichen wir gleich. Sogar einigermaßen pünktlich. Wahnsinn. So, dann öffnen wir die Türen. Und steigen selber aus, denn wir haben noch etwas zu erledigen. Oh Mann, durch den Regen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. So, rein, Stufen hoch, rein, hinsetzen, so, das braucht man nicht, Spitzsignal, rot, an, rot, so, das dürfte genügen, dann wieder raus hier. Komm schon. Laufen. So, schließen die Tür. Runter. Zug fährt ein. Bitte achten Sie auf Zug fährt ab. Am Bahnsteigrand. Das ist gut. So, Abfahrt. Rennen, rennen, rennen. Ach, ich habe ja noch Zeit. Es ist ja wunderbar. So, klatschnass, aber egal. So. Wir schließen die Türen. Und zwar links verriegeln. So, wir bremsen und fahren los. Das sieht gut aus. Haben wir es doch richtig gemacht. Wunderschön.
Nächste Station Lettmate. Den wir in gut 4 Minuten erreichen werden. So. Weiter als 90 brauchen wir gar nicht beschleunigen. Das heißt, wir können die getrost abschalten. Ach ja. Also, das ist ja jetzt hier nur der Simulator, aber ich glaube, bei im echten Leben, bei so einem Wetter, Zug fahren, da Verantwortung zu haben für Hunderte von Fahrgästen, nee, möchte ich nicht. Das ist bestimmt nicht einfach. Also, macht bestimmt keinen Spaß, aber Respekt an die Bahner und die TFs, die das tagtäglich so machen müssen. Da die Fahrgäste gesund unter ans Ziel zu bringen, auch bei solchen Witterungsverhältnissen. Also Respekt. Jetzt hätte ich beinahe den Halt verschlafen. Es wird ein bisschen zu langsam jetzt. So. So. Kommen wir auch wieder einigermaßen pünktlich an, würde ich sagen. Sogar überpünktlich. So, dann entriegeln wir die Türen. Nein, Berichte über sich verschlimmernde Zustände sind eingelangt. Im Falle einer Störung sind die Wartungsmannschaften nicht erreichbar. Oh. Wie geht's weiter? Wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir mehr wissen. Machen Sie vorerst normal weiter. Werden wir das tun. Wir werden erstmal hier die Türen entriegeln. So. Das Ganze mal von draußen an. Da fährt, steht der Kollege, der nach Hagen fährt, und es hört mich auf zu regen. Absolut nicht. Nee, es ist kein schönes Bahnwetter. Absolut nicht. Aber nützt nix. Job ist Job. Dienst ist Dienst.
So, wir haben noch ein wenig Aufenthalt. Ah ja. Dann setzen wir uns hin, fahren weiter nach Altena. So, das sieht gut aus. Schnell wieder rein. Fenster zu, hingesetzt. So, ein wenig Gas geben, beziehungsweise Leistung aufschalten heißt das ja. Gas geben ist beim Auto. Ah ja. Oh, schon mal ein bisschen bremsen. 80. Ihr könnt übrigens in den Kommentaren schreiben, was für ein Szenario ihr euch als nächstes wünscht oder was ihr euch überhaupt wünscht. Ich versuche das dann umzusetzen. Also schreibt es da gerne rein.
auch mal eine interessante Perspektive. Ich finde. So. So, dann erreiche ich mir gleich auch Athena. Hallo Kollege. So. Dann schauen wir uns mal an, wie der die 143 schiebt. Ist auch immer interessant. Und zwar hier vom Sitzplatz aus. Genau. So. Bremsen sind gelöst, dann können wir aufschalten. Wunderschön. Und da verschwindet sie. In der Nacht, beziehungsweise in den Abend. So. Verdol. Und dann beginnt unser anderer Fahrplan. Umleitung Plettenberg. Ah ja, dann schauen wir mal.
Lüften, glaube ich, ein bisschen aufschalten, würde ich sagen. Ja, an die Höchstgeschwindigkeit von 160 ist hier natürlich nicht zu denken bei dem Sturm. Also wir können ja froh sein, wenn wir mal 100 fahren dürfen. Oh, wir sind zu schnell. Da habe ich nicht aufgepasst. Oh, gelbes Signal vor uns. Das heißt, das Rote ist dann auch nicht weit weg. Wir müssen schon mal bremsbereit sein. Schon runter auf 70. Wobei ich glaube, das rote Signal ist wohl am Bahnsteig in Werdohl. Von daher können wir eigentlich geschmeidig bleiben. Oh, da
kommt das gelbe Vorsignal. Und dann gibt es gleich ein rotes Hauptsignal. Dass wir um Gottes Willen nicht überfahren wollen. Und dann ist das Szenario beendet. Und zwar sofort. So. Aha, was kommt jetzt? Es wurde uns mitgeteilt, dass der Sturm für Trümmer auf der weiteren Strecke gesorgt hat. Aha, ist natürlich schlecht. Um Störungen auf der Strecke zu minimieren, werden sie auf eine andere Strecke umgeleitet. Vergessen Sie nicht, dass Sie nur 70 km/h fahren dürfen. Natürlich. Wenn wir uns daran halten, werden hier aber erstmal die Türen entriegeln. Schauen wir mal, was gleich auf uns zukommt. Da steht's. 160 km/h höchstzulässige Geschwindigkeit, die wir nicht erreichen werden können in diesem Szenario. So, wir verriegeln die Türen. Lösen die Bremsen. So. Schalten langsam auf. So, in 400 Kilometer kommt die Umleitung und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, was dann passiert. Thank you.
Rotes Signal in 4 Kilometer. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. So, wir werden jetzt mal runter auf 70 gehen, damit gleich die Umleitung kommt. Oh, da steht schon ein Kollege. Den hat schon erwischt. Eieieiei. Nur in 2,5 Kilometern, beziehungsweise in 2 Kilometern. Nächste Station Plettenberg. Geschwindigkeitsbegrenzung verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil wir sollten ja nicht vergessen, dass wir nur 70 fahren dürfen. Und ja, die Geschwindigkeitsbegrenzung ist aber weit über 100. Naja, wir halten uns daran, was der Fahrdienstleiter zu uns gefunkt hat. Das sind 70 km/h. Wobei ich näher an 60 bin als an 70, muss ich auch sagen. Aber wir sollten jetzt eh mehr bremsbereit bleiben, weil das rote Signal ist unmittelbar hinterm Bahnsteig. Das heißt, wir dürfen uns kein zu weit hinaus über den Bahnsteig leisten. Ist das Szenario zu Ende. Das heißt, wir werden jetzt mal ordentlich auf die Bremse gehen. Das reicht. Ah, wenig. 40 können wir wohl fahren, sonst kommen wir ja gar nicht an. So, da vorne ist das Ziel und dahinter direkt das rote Signal. Da wollen wir auf keinen Fall drüber rauschen. Das heißt, ich muss Punktlandung hinlegen. Entweder vorher oder auf den Punkt. Das sicherste wäre natürlich vorher anzuhalten. Ah, aber nicht 40 Meter vorher. Ziel erfüllt, sehr gut. Was passiert jetzt? Der Sturm wütet immer noch. Weitere Berichte über Trümmer auf der Strecke treffen ein. Um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten, werden wir alle Fahrten in Plettenberg einstellen. Sie werden dort auf Bahnsteig 3 geleitet. Ah ja. Jetzt werden wir jetzt erstmal den
Stellwerk kontaktieren, ob wir überhaupt fahren dürfen. Abgelehnt. Auf Signalwechsel warten. Nun gut, dann werden wir das tun. Werden hier aber erstmal abspeichern. So. Dann werden wir auf den Signalwechsel warten. Oder das Signalwechsel, den Signalwechsel, das Signalwechsel. Na komm, geht doch. Hauptkollege. Da steht schon 143 mit ihrem RE. Und auch wir werden unsere Fahrt hier beenden. Thank you.
Ich habe schon geschafft, am Ende noch über das rote Signal zu fahren. Deswegen stoppi. So, wir entriegeln die Türen. So, dann harren wir der Dinge und schauen, was passiert. Na, Kollege, da kannst du lange warten. Ich glaube, der Zug fährt heute nicht mehr. Aber es ist schon ein bisschen nass werden, ne? Macht ja nichts. Steh du da mal ruhig im Regen. Ihr genauso. Ihr seid doch alle transusig. Ihr fährt nichts mehr. Ihr müsst einen Bus nehmen. Oder ein Taxi. So, wir verriegeln. Der Zug ist fürs Erste sicher und hoffentlich stürmt es nicht mehr lange. So. Was müssen wir jetzt machen? Wir stellen den Richtungswind auf neutral. So. Zack. Steigen Sie aus dem Zug, um diese Aufgabe zu erfüllen. Gut, dann werden wir das tun. Zack, Tür auf. Zu. Regenjacke ist an, Schirm habe ich auch. Dann könnte es ja losgehen. Wir schließen wieder die Tür. So. Und laufen zu unserem Punkt unter das Dach. Es ist wenigstens so weit denken wie wenigstens, dass wir unter das Dach dürfen. So. Zack. So, damit endet unser Szenario und auch dieses Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, bleibt gesund, sage bis dann, ciao, servus und tschüss.